Das ist die Karte? Nein, oder? Ah, diese Karte. Kohleofen, Ventil. Das war auf jeden Fall mal richtig, glaube ich. Kann ich hier nochmal drehen? Und jetzt hier drin? Not enough. I need to stop this thing for good. Vielleicht muss ich hier nochmal drehen. Kann ich mit der Kohle noch irgendwas machen? Ich hätte diesen beiden Typen wirklich zuhören sollen. Ha. Steht hier! Sehr gut! Um das übrigens, dass wir müssen Sie den Himmelskugel spielen, dass wir das Dampfetin ziehen, aktivieren Sie anschließend den Haltermechanismus. Hab ich doch getan. Okay, einmal hier. Vielleicht ist es jetzt an. Ist es jetzt an? I need to stop this thing for good. Gib mir erst Leichen, gib mir aus dem Weg. Nein, nein, ich bin nicht tot, aber. Ihr wisst, was ich meine. Okay. Das hat jetzt aufgehört. Oh Gott. Those noises mean bad news. Time may have stopped, but this is looking more destructive than I had planned. And while I made some profit, I didn't notice any prophecies being fulfilled. I would hate to admit the keepers were right after all. The best thing to do now is return to the library until the dust settles. Maybe Kataka's finally ready to tell us who the Brethren and Betrayer is. Das hat aus einem Grunde genommen nichts gebracht. Das ist nicht gut. Was wohl die Hüter dazu sagen werden? Ich glaube, die werden ziemlich angepisst sein. Ja, was sollen sie schon machen? Sollen sie mich als Verräter brandmarken und jagen? Ach, kommt schon, das würden die Hüter doch nicht machen. Nein. Komm schon, Ladescreen, sag uns, was die Hüter sagen wollen. Komm schon. Achso, ich muss zurück auch noch. Boah, wie langweilig. Hey, saw something in the corner of my eye. Geh aus dem Weg, Fettsack. Hüter. Da komme ich nicht durch. Ah, hier. Ich bin richtig. Jetzt sollte ich vorher einkaufen, aber na, scheiß drauf. Weg hier. Mal sehen. Was sagt die Hüter? Was ist denn hier passiert? Deine Haut.
Deine Haut geht ab. Carica. Oh mein Gott! Hoppla, war ich was? Keeper Orland. Carica is dead. Murdered. I went to bring her the copy of Moran she requested, but then her door was open. She never leaves it open. I looked in and Garrett has killed Interpreter Carica, you say? Was? Seize him and bring him to the council room. Ah, du Arschloch. This is the only murder in our ranks since these halls were founded by the first of our ancestors. Reason to kill Carica. Genau. Walked in line with the prophecies before. Genau. Prophecies point to him as brethren and betrayer. Nein. He knew that the Interpreter Constantine. Yes, and Caris as well. Barriere, nicht gut. And no stranger to murder. Does not match the manner in which Carica was killed. How could Garrett have been the one? Remember that we asked Garrett to join us, to share his knowledge and skill. But now we turn upon him without proof. And destroys the clock tower. Petty vandalism. Notice that the clock tower does appear that way from some angles. We must consider the implications. If that prophecy refers to one of the clock tower is irrelevant. The matter at hand is murder done by one we accepted as our guest and brother. Hm. Was sagst du, Orland? Oh shit. Was seid ihr? Oh shit. Die sehen böse aus. Maybe that these proceedings are highly irregular. I have heard enough. Garrett, have you anything to say before sentence is passed? Du kannst mich mal. Listen to anyone else yet, Orland. Why start now? Silence! You are declared guilty of Interpreter Carica's murder. Hey! Will be determined by the council. Now remove him! Das lief nicht so gut. I regret to inform you that Garrett has escaped. Very good. Call together the Keeper Enforcers. They will track him down and... Oh, Vollstrecker? ...our problem. Oh, der Uhrturm. Zeigt auf die Hüter. Muhahaha! Um genau zu sein, auf Orlands Büro. Interessant. Lege Stein auf Stein und Feind auf Feind, bis das Werk des Erbauers vollbracht ist. Gut, nächster Level ist mal was Neues. Nein, nichts Neues. Also sind wir in den tiefsten Tiefen der Hüterbibliothek. Oder auch nicht. Ach ja, die kommt erst später. Jetzt müssen wir erstmal denen da entkommen. Das sind Vollstrecker. Die sind böse. Die sind ganz, ganz böse. Die tun weh. Die tun wirklich, wirklich weh. Ich weiß gar nicht, ob wir sie töten können. Ich meine, ich kann sie, glaube ich, töten. Ich versuch's mal. Einfaches Jux. Ich weiß, dass man sie nicht K.O. schlagen kann. Ja, hier. Hey, ich kann sie töten. Gut zu wissen. Türglyphen? Ja, die Arschlöcher haben die Glyphen deaktiviert, sodass ich nicht fliehen kann. The enforcers are using telepathy to communicate silently.
I don't think they know I can hear them. Ooh. Also, was müssen wir eigentlich machen? Gehen Sie zu Ihrem Hehler in der Altstadt, vielleicht kann er Ihnen helfen, bevor die Meuchelmörder der Hüter Sie töten. Ramien wohnt im Osten. Osten ist hier lang. Gut, er hat mich nicht gesehen. Oh mein Gott, da ist noch einer. Gott sei Dank gibt es hier auch Wachen. Das wird jetzt sicher lustig werden. Oh mein Gott, es sind zwei. Was ist mit dir? Verpiss dich! Was? Falls ihr euch fragt, was jetzt abgeht... Ich schätze mal, ein Normalsterblicher... Nämlich, um genau zu sein... Ein Hamarit hat die Typen gesehen. Ist auch eine Wache. Was ist das? Haltet die Klappe. Achso, das ist nur dazwischenbecht. Also, erstmal zu unserem Hehler. Oh Gott, ihr seid lästig. Hier ist unser Hehler daheim. Okay, wartet mal. Eindeutig zu hell. Immer noch hell, aber nicht so schlimm. Okay, mal sehen. Hoffentlich hilft uns unser Hehler. Dead. I guess Ramien isn't going to be much help after all. Vielleicht hilft er uns auch nicht. Hallo? Aber wir finden Sachen. Garrett, kehre in deine Wohnung im Südviertel zurück. Vertraue uns, wir werden dir helfen. Mehr können wir im Moment nicht verraten. Ein Freund. Das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich. Ist hier noch was? Wo ist eigentlich die Leiche? Hier gibt's keine Leiche. War's das? Ja, das war's. Gut, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir hier rauskommen. Die einfachste ist hier. Geh da rein, Garrett, geh da rein. Garrett, ernsthaft, geh da rein. Das könnte etwas... Oh, gut, es war nicht zu laut. Warte ich mal schnell ausschalten. Full of food. Big party tonight at the Waldorf's. I'm the caterer. No, of course not. Are you even hearing me? I've made a con-